Auch wenn's erstmal anders aussieht, bei John Dyke aus Frankfurt ist wirklich alles in Ordnung. Der australische Musiker tobt sich einfach gern bei seinem Plattenlabel Ordnungsamt Records aus. Und dabei hat er viel zu tun. Schließlich ist er als Kopf der Band DYKO fürs Schlagzeug, die Technik und den deutschen Gesang zuständig. Und das als Australier. Tanzen, tanzen gehen. Ich habe mir Deutsch selbst beigebracht von Deutsch-Sparkurs-Videos. Da saß ich in meinem Wohnzimmer in Melbourne und habe stunden- und tagelang diese Videos geschaut, die Vorhänge zugemacht und wie eingeschlossen und mir eigentlich selbst Deutsch beigebracht von diesen Videos. Und DYKO ist zum Teil von Deutsch-Sparkurs-Videos aus den 70er Jahren musikalisch und künstlerisch beeinflusst. Ja. Entschuldigen Sie bitte, wo kann ich hier tanzen gehen? Wegen dieser Sprachvideos kommt John in den 90ern also nach Deutschland. Er ist sofort begeistert von Land und Leuten und natürlich auch von der typisch deutschen Sportart. Kegeln geht er seitdem fast täglich. Aber nicht nur das begeistert ihn am Land der Dichter und Denker. Man hat einfach mehr Verantwortung als erwachsene Menschen in Deutschland. Zum Beispiel der Autobahn, man kann fahren so schnell wie man will oder man kann ein Bier kaufen an einer Tankstelle. Auf der Autobahn, solche Sachen, das hat mich sofort imponiert. Ganz besonders deutsche Wörter liebte der Elektropopper aus Frankfurt. Zum Beispiel Autobahnbegleitgrün. Und das kennt ja eigentlich niemand. Damit ist der Rasenstreifen an der Autobahn gemeint. Aber John hat noch einen Favoriten. Es ist befriedigend zu sagen, Lebenslust. Und der Inhalt ist natürlich schön, ne? Lebenslust. John ist aber kein Egoist. Er will die tollen deutschen Wörter auf der ganzen Welt bekannt machen. Und dafür stand er schon in mehr als 28 Ländern auf der Bühne. Heute geht's weiter auf der großen Tournee, und zwar in New York. Da mache ich eine kleine College-Tournee anlässlich der Single-Veröffentlichung in Ordnung. Und danach geht's für das Goethe-Institut nach Usbekistan und Tadschikistan, was ungefähr hier ist, genau. Ja. Für das Goethe-Institut ist John als Botschafter der deutschen Sprache auf der ganzen Welt unterwegs. An Unis und Schulen will er Jugendlichen Deutsch nahebringen. Manchmal mache ich auch Workshops. Das heißt, die Studenten haben eine Stunde Zeit, ihre eigene deutsches Popsong zu einem bestimmten Thema zu schreiben, zum Beispiel Tanzen gehen, wie von den Deutsch-Sprachvideos. Und die kriegen dann 6 Wochen später ihre eigene produzierten Aufnahme. Aber der Musikverrückte liebt die Abwechslung und spielt mit Bandkollege Christofer auch gern mal vor 10.000 Leuten. Wie beim Exit-Festival in Serbien, da noch mit kurzen Haaren. Ohne Geld bist du kein Held. In Ordnung. Wenn er nicht gerade durch die Gegend reist oder rennt, bastelt John an DYKOs neuem Album. Und das kommt dann im Herbst heraus. Viel zu tun also für den australischen Wuschelkopf aus Frankfurt.